Ja, dieses Auto, das kennen Sie wahrscheinlich schon. Ja, die Mühlenreinigung hat ganz, ganz viele Fahrzeuge, aber auf nur wenigen Fahrzeugen steht Teppich- und Polsterreinigung. Und eins kann ich Ihnen heute schon mal verraten, wenn Sie eventuell mal auf, ich sag mal, Menschen gekommen sind, die Ihren Teppich reinigen, ja, die so vorbeifahren oder in der Zeitung mal so Werbung machen, wir reinigen Ihren Teppich, dann landet er ganz oft sogar beim Volker Mühden. Denn auch diese Menschen lassen reinigen, also reinigen selten selber. Und dann sind wir vielleicht in Völklingen bei dir. Grüß dich, Volker. Hallo Sven. Ja, wir stehen jetzt hier in Völklingen bei unserer Teppichreinigung. Das ist ein eigenes Werk, versorgt eigentlich unsere eigenen Filialen und ist jetzt auch gedacht, mittlerweile machen wir den kompletten Saarlouis-Lux-Raum. Wir fahren auch bis Luxemburg. Das ganze Saarland haben wir sowieso, machen jetzt auch Filialen von Mitbewerbern, das heißt von Kollegen, die also bei uns reinigen lassen, und auch Privatkunden, die uns anrufen. Ja, du machst das ganze Thema Reinigung, Teppiche schon seit 60 Jahren, aber du selber wahrscheinlich noch nicht, du bist ja noch gar nicht so alt. Nein, die Firma Mühden, die gibt es jetzt seit 65 Jahren und ich bin jetzt seit über 40 Jahren dabei und die Teppichreinigung machen wir seit 35 Jahren. Ja, es ist recht spektakulär. Wenn man sich Gedanken macht über das Thema Teppiche, dann kann man mit Fug und Recht behaupten, die werden viel zu selten gereinigt, oder? Ja, das ist einmal das Bedürfnis, dass Leute Teppiche reinigen möchten, weil sie schmutzig sind. Andere Teppiche werden gekauft und dann sagen die Leute, wenn wir den Teppich jetzt übernehmen, hätten wir ihn gerne gereinigt. Dann reinigen wir viel für Orienthäuser, für Leute, die also Teppiche professionell verkaufen. Die sagen, wenn die Teppiche jetzt aus dem Iran, Irak, egal wo sie herkommen, angeliefert werden, dann sollen die erstmal gereinigt werden, bevor sie zum Kunden kommen. Oder wir haben auch Leute, die jetzt Teppiche ausrüsten lassen, sprich eulanisieren oder mottenfest machen. Also das Feld ist sehr, sehr groß. Ja, also wir fangen vielleicht mal vorne an. Das hier ist erstmal ganz wichtig, der Wareneingang. Du arbeitest ja mit vielen Hemden. Ich glaube, keine Ahnung, 100.000 Teile werden bei dir mindestens gereinigt im Monat in allen Filialen. 8 Stück gibt's. Die Teppiche dürfen nicht verloren gehen. Damit fängt's an, oder? Genau, wenn also der LKW hier ankommt und die laden hier erstmal ab, dann werden alle Teppiche hier erfasst. Jeder einzelne wird einem Lieferschein gutgeschrieben. Jeder einzelne Teppich wird von beiden Seiten fotografiert, sodass wir die Vorderseite und die Rückseite vor der Reinigung haben. Oft sind auch Rotweinflecke drauf, wo der Kunde gar nicht wusste, dass Rotweinflecke drauf sind. Da hat das Kind halt mal was gerade ausgeschüttet. Der Teppich kommt zu uns und der Kunde sagt, ach, hätte ich das gewusst. Also wir dokumentieren halt jeden Teppich. Ihr fotografiert die vorher digital, das heißt, ihr könnt das festhalten. Dann sieht man auch schön vorher, nachher, oder? Genau, und die Bilder stellen wir dem Kunden auch zur Verfügung. Ganz, ganz wichtig ist dieses Gefäß hier. Ich zeige das mal gerade. Also wer einen Staubsauger hat, der weiß, das hier ist quasi ein Staubsaugerbeutel. Genau, das ist so ein 3 Meter großer Staubsauger, der also nichts anderes macht, wie hier in unserer Teppichklopfmaschine, die wir links davon stehen haben. Dort kommen die Teppiche nach dem Wareneingang, nachdem die Teppiche kontrolliert wurden, wird jeder Teppich geklopft von beiden Seiten. Das heißt, er wird auf diese Klopfmaschine draufgelegt. Die Klopfmaschine zieht sich über Wellen den Teppich rein. Das können wir gleich mal dokumentieren. Und dann sehen wir, wie der Teppich geklopft wird. Der Mitarbeiter macht das jetzt gerade. Das heißt, der Teppich wird also nicht geklopft, also nicht nur geklopft, sondern im gleichen Schritt wird auch entstaubt. Das heißt, alle Fasern, die jetzt lose sind und alle Schmutzartikel, die in dem Teppich drin sind, die werden jetzt abgesaugt und in diesen riesen Staubsauger reingezogen. Ja, also ein riesen Staubsauger, der von zwei Seiten geht. Du hast mir erzählt, dass dieses große Gefäß, was hier drin ist, alle 14 Tage voll ist, genau, voller Dreck. Voll mit Dreck, Schmutz, Staub, Milben. Da ziehen wir alles aus dem Teppich raus. Wo geht denn das anschließend hin? Gibt es da eine Spezialentsorgung? Ja, die werden alle entsorgt. Wir haben dann spezielle Staubsaugerbeutel, auch in diesem Filter. In diesem Staubsauger sind Filter drin,
Da gibt es dann auch ein Wartungsprogramm. Das heißt, diese Filter rütteln dann praktisch den ganzen Staub unten in das Gefäß, was unten drunter ist. Und dann wird dieses Gefäß, das wird dann entsorgt. Okay, das heißt, sehen wir auch, wie der Teppich nochmal zurückkommt. Das heißt, der Teppich wird also vor und zurück gefahren. Das packt man eigentlich gar nicht. Also da werden jetzt Kräfte mobilisiert. Das kriegen wir weder mit einem handelsüblichen Staubsauger, noch kriegt eine Hausfrau das hin. Das ist ein professionelles Gerät und man unterschätzt absolut, wie viel Schmutz. Ich sage mal, dass hier jetzt bei diesem Teppich also... Das sieht man nicht, oder? Das sieht man nicht, aber ich sage mal, wenn der Teppich jetzt vor und zurück geht, reden wir hier von fast einem Kilo Schmutz. Ein Kilo Schmutz? Ein Kilo Schmutz, den wir rausholen. Also wenn wir das in die Hand holen, das ist unglaublich. Ja, der nächste Schritt ist dann quasi, der Teppich kommt hier auf der Seite raus? Der kommt dann hinten raus. Hier werden die Teppiche jetzt gesammelt. Dann ist der nächste Schritt praktisch so, wie die Teppiche jetzt hier fertig sind zur Bearbeitung. Entweder wird nach Farben oder nach Material. Jetzt haben Sie hier gerade einen runden China-Teppich drauf. Die Teppiche, die jetzt hier liegen, sind jetzt Langflorteppiche. Also hier achtet man dann drauf, dass man das, was man gerade bearbeitet, dass das auch immer der gleiche Werdegang ist. Also sprich, hier arbeitet man jetzt mit Hochflorteppichen momentan. Der nächste Schritt kann jetzt Orientteppich sein. Und das sind alles Arbeitsschritte, die dann auch nachher passen müssen für den Trockenraum. Und dann achtet man auf gewisse Sachen. Wasser ist ganz wichtig, Recycling, das heißt, das geht nicht irgendwo hin, das wird aufbereitet? Das Wasser, was wir arbeiten jetzt hier an einer Regenwasseranlage, sodass wir die Teppiche nachher auch 100% biologisch bearbeiten können. Sehr weiches Wasser, richtig? Das ist sehr weiches Wasser, das ist der Vorteil. Und das Wasser momentan, das Wasser, was wir bekommen, ist von den Stadtwerken. Wir reden hier also von mehreren Tausenden von Litern, die wir bei so einem Arbeitsgang aufbringen. Das heißt, der Teppich wird jetzt erstmal nass gemacht, der wird jetzt vorbereitet, dass die Faser sich aufstellt und dass der Teppichschaum den Schmutz nach vorne bringt, nach oben bringt. Und danach her geht man mit einem Hochdruck, wir arbeiten hier von circa 6 bis 7 Bar. Das ist der Druck, der praktisch auch bei der Feuerwehr eingesetzt wird. Und auch die Düsen, mit denen wir arbeiten, das sind Feuerwehrdüsen. Ich zeige das mal gerade. So ein guter C-Schlauch, oder? Ja, das ist also... Warte, ich zeige es mal gerade. Also das ist kein normaler Wasserschlauch und das ist auch kein Gartenschlauch, mit dem wir arbeiten. Und wenn die hier den Schlauch aufdrehen, also man merkt, wie der Schlauch zurückgeht und... diese Mengen an Wasser brauchen wir aber, um diesen Schmutz auch abzutransportieren. Ja, das ist eine ganz wichtige Maschine, das ist eure Drei-Scheiben-Bürstenmaschine. Drei-Scheiben-Maschine, ja. Das heißt, der Teppich wird also, uns geht es jetzt darum, den Flor des Teppichs aufzustellen. Und wenn der Flor einmal steht, und dafür ist diese Drei-Scheiben-Maschine, die macht also nichts anderes. Es sind drei rotierende Scheiben. Wir haben oben eine Scheibe, die sich generell dreht. Und die einzelnen drei Scheiben, die unten drunter sind, die drehen sich entgegengesetzt. Das Resultat ist, der Flor wird aufgestellt. Und somit können wir nachher, wenn wir mit dem Wasserschlauch draufgehen, kommen wir an den Schmutz des Teppichs. Das ist die natürlichste Art, einen Teppich zu reinigen. Und auch die schonendste Art. Sehr schön. Ja, ganz wichtig ist ja, dass du auch natürlich Haftungen übernimmst. Wenn jetzt hier so ein Teppich für, keine Ahnung, 10.000 Euro hier liegt, die gibt es ja schon mal, oder? Ja, wir haben auch schon Teppiche im 100.000er Bereich gehabt. Wir haben auch schon Teppiche hier gehabt, wo die Inhaber bei der Reinigung dabei geblieben sind. Das sind dann auch versicherungstechnische Fragen. Unsere Firma ist mit Video- und Alarmanlage abgesichert. Aber was wir auf jeden Fall haben, ist eine Bestätigung für die Versicherung. Wir haften zu einem gewissen Betrag und bieten dem Kunden an, wenn ihm dieser Betrag nicht ausreicht, kann er den Teppich zum Nennwert versichern. Das heißt, wir berechnen 1% des Preises, was der Teppich kostet. Dieses Geld zahlen wir an die Versicherung.
und sollte dann dem Teppich etwas passieren, dann wird dieser Betrag, zu dem er versichert ist, von der Versicherung übernommen. Also der Kunde hat kein Risiko. Ja, das ist gut, das kann ich ihm vorher angeben. Ja, du hast 8 Annahmestellen, das ist korrekt, 8 eigene? Ja, wir haben 8 Filialen, die also die Teppiche annehmen. Und der Kunde kann über unsere Werbung, die wir jetzt geschaltet haben, oder er hat die Möglichkeit, dass er den Teppich abgeholt bekommt über unseren Lieferservice. Wir haben einmal den regionalen Lieferservice, der auch die Reinigungen bedient. Wir haben aber auch die Teppichreinigung, den Lieferservice, der dann saarlandweit und ins angrenzende Frankreich auch geht. Dann haben wir unsere Filialen, wo der Kunde sagt, auch ich möchte ihn nicht abgeholt haben, ich bin selten zu Hause, ich bringe ihn dann in die Filiale. Ja, eine ganz tolle Maschine steht da hinten. Das ist, also meine Oma hat immer gesagt, eine Trommel. Genau. So was gab es früher mal, aber das ist jetzt... Das ist eine Baumschleuder. Eine Baumschleuder? Eine Baumschleuder, ja, weil sie aussieht wie ein Baumstumpf oder wie ein Baumstamm. Und die haben wir in Spanien fertigen lassen. Ja, die Spanier können das, oder? Das ist eine Sonderanfertigung, die es in vielen anderen Varianten gibt. Wir haben diese Schleuder auf unsere Bedürfnisse angepasst und anfertigen lassen. Und diese Schleuder ist in der Lage, den Teppich zu entwässern. Wir haben eben davon gesprochen, dass ganz viel Wasser im Teppich drin ist. Und diese Schleuder entwässert den Teppich, ohne dass Falten an dem Teppich entstehen. Also es dürfen keine Knickstellen entstehen und es dürfen keine Schadstellen passieren. Und das vermeiden wir mit dieser Baumschleuder. Es gibt auch unglaublich, was da rauskommt am Wasser. Also wenn man meint, der wäre trocken, nee, ja, Pustekuchen. Das sehen wir gleich, wenn so ein Teppich dann eingelegt wird. Da kommen also mehrere hundert Liter Wasser raus. Das ist dann auch für unseren Trockenraum nachher eine große Erleichterung. Wir arbeiten in dem Trockenraum auch nicht mit Wärme, sondern wir arbeiten mit Luftentfeuchtung. Das ist ein ganz wichtiges Kriterium, um die Wolle nicht zu schädigen. Ja, du hast schon mal erwähnt, die Investitionen hier in die ganze Anlage, mehrere hunderttausend Euro. Aber es ist halt gewiss, dass die Teppiche so schonend wie möglich behandelt werden. Ein ganz großes Thema sind Falten und Wellen. Das ist, glaube ich, das größte Problem, was es gibt. Deswegen sind auch eure Trocknungsanlagen sehr, sehr breit. Das heißt, ihr könnt breite Dinge verarbeiten. Alles ist auf Maximalbreite von 4-5 Metern? Ich glaube, der Trockenraum ist auf 4,50 Meter ausgelegt. Also wir können Teppiche bis 4,50 Meter Breite. Die Länge spielt keine Rolle, aber die Breite spielt eine sehr große Rolle. Hier hinten sehen wir jetzt gerade beim Kollegen, da werden die Franzen, die werden also auch von Hand gemacht, sodass wir auf jeden Teppich individuell nehmen wir uns den Teppich vor, sodass wir sagen können, oh, der Teppich, der machen wir mal die Franzen noch separat. Es ist also nicht nur ein mechanisches einfach Abarbeiten, sondern jeder Teppich wird individuell hier auf dem Boden behandelt. Ja, natürlich, ganz wichtig sind ja die Voraussetzungen. Man muss ja erstmal so eine Fläche haben, dass das Wasser ablaufen kann. Dann brauche ich den Druck, ich brauche die Maschine, ich brauche die richtigen Reinigungsmittel, auch ein großes Thema. Man kann viel kaputt machen. Genau, wir haben am Anfang ganz, ganz, ganz viel Lehrgeld bezahlt in ganz vielen Sachen. Also hier reden wir jetzt von 35 Jahren Erfahrung, die der Kunde so gar nicht sieht. Der Kunde bekommt ein sauberes Produkt, aber das merken wir jetzt bei unseren Reklamationen. Ich sage, wir reden jetzt hier von 2 bis 3 Reklamationen in einem Jahr. Und gut, das ist außergewöhnlich. Ja, ihr reinigt unglaublich viele Teppiche, auch für Dritte, das hast du schon mal gesagt, weil das Thema Teppichreinigung, das lohnt sich nur dann, wenn man es wahrscheinlich voll macht. Wenn man so liebes hier mal aufmacht, dann sieht man den Trockenraum, denn das Besondere ist, wenn die da rauskommen, die Teppiche, die sind meistens sauberer wie davor. Ja, nee, ich meine, wie wenn man sie kauft. Besser, manchmal besser als gekauft. Hier sehen wir jetzt zum Beispiel bei diesem China-Teppich, wo die Fransen runterhängen. Das ist jetzt ein runder Teppich und bei diesen runden Teppichen ist immer das Problem, viele Kunden sagen, ach Gott, könnt ihr die Fransen nicht abmachen. Wir haben auch einen Reparaturservice, wo wir dann auch hingehen. Für viele Kunden sind die langen Fransen ist ein Hindernis. Wenn die Kunden dann älter werden, dann entstehen Stolperstellen und dann sind wir in der Lage, diese runden Fransen, die auch hier jetzt nicht mehr schön aussehen, die werden bei uns nachher auch nochmal aufgearbeitet und gebürstet, aber es bleiben trotzdem unschöne Fransen
Und viele Kunden gehen dann hin und sagen, könnt ihr nicht meinen Teppich gerade so umlegen, dass die Fransen ganz weg sind? Ah, das ist eine Dienstleistung, die wir anbieten, bis hin zu geknüpften. Da oben sehen wir gerade, das war früher ganz modern bei Berberteppichen. Da hat man Fransen noch geknüpft. Das heißt, so wie die Mädchen früher ihre Zöpfe hatten, so werden diese Fransen geknüpft und das machen wir heute noch. Wir öffnen diese ganzen Fransen, dann werden die gewaschen und dann knüpfen wir die nochmal als Zöpfe zusammen. Da sieht man mal einen großen Teppich. Das Schöne ist, auch wenn du mal gerade mit der Hand mal drüber fährst, der ist seidenweich dann, oder? Ja, das ist natürlich, das ist vom Allerfeinsten und da geht jedem Teppichhändler, geht da das Herz auf, wenn er das bei uns sieht. Das kriegt also keiner hin, der eine Teppichreinigung betreibt, wo nur Sprüh extrahiert wird oder hier braucht man sehr viel Wasser und das nennt man dann auch Orientwäsche. Wir machen hier eine Original-Orientwäsche. Das heißt also, dass der Teppich von vorne und von hinten richtig nur mit Wasser behandelt wird. Wasser und Seife. Bei uns kommt keine Chemie zum Einsatz. Wir arbeiten hier rein biologisch. Und wenn wir die Umstellung haben jetzt auf Regenwasser, dann sind wir 100% biologisch. Okay, das kommt jetzt demnächst. Das sind wir jetzt in Vorbereitung. Wir haben hier oben ein Flachdach und wir haben ein Fallrohr, das ist schon gelegt. Da muss jetzt ein Wassertank angeschlossen werden. Ich nehme an, dass das bis zum Herbst diesen Jahres realisiert ist. Genau. Ich weiß, dass man nämlich von einer Bio-Autowaschanlage, die hatten auch Regenwasser, der hat mir nämlich erzählt, dass es sehr, sehr weich ist, das Wasser. Es ist sehr weich, aber das Wasser braucht auch eine bestimmte Pflege, sprich, bis es aufbereitet ist. Aber das nehmen wir in Kauf. Hier zum Trockenraum gibt es gerade noch. Ah ja, warte. Hier zum Trockenraum gibt es gerade noch zu sagen, wir arbeiten hier nicht mit Temperatur. Wir haben hier einen Fernwärmeanschluss und wir zahlen ungefähr bis zu 2000 Euro monatlich nur an Fernwärme. Diese Fernwärme macht aber nichts anderes, wie nur das Wasser aus den Teppichen zu entziehen. Unser ganzer Trockenraum arbeitet mit Luftentfeuchtung. Also diese Rohre, die wir hier gerade bekommen haben. Warte, ich komme mal kurz zu dir. Sehr laut. Die Rohre, ja. Die Rohre, die wir jetzt hier sehen, die machen also nichts anderes, wie rein die Luft zu entfeuchten. Wenn man jetzt hier die Hand dran hält, hier kommt also keine Wärme raus, sondern diese Anlage zieht die Luft dieses Raumes in diese ganze Anlage rein. Extern haben wir ein Gerät stehen, was sehr groß ist. Und dieses Gerät beschäftigt sich nur damit, das Wasser aus der Luft zu entziehen und diesem Raum hier wieder zuzufügen, so dass wir den Teppich also keiner Temperatur aussetzen. Und das ist ganz wichtig für die Wolle. Genau, das kenne ich ja vom Waschen, wenn man mal einen Anzug hatte und hat den einfach mal, weil man denkt, man spart die Reinigungskosten, mal in die Waschmaschine gesteckt. Dann weiß man, was passiert, wenn man den mal bei 60 Grad gewaschen hat. Danach kann man ihm seinem Kleinkind anziehen. Das kann passieren, ja. Ja, Volker, ich denke, wir haben einen guten Eindruck. Wir werden gleich mal die Trommelmaschine, die werden wir jetzt mal einblenden, dass man das mal sieht. Und, Schleuder. Die Schleuder, genau. Die Trommel. Ist ja eine Trommel, oder? Es ist eine Baumtrommel-Schleuder, ja. Ja, jetzt kommt der Teppich aus der Maschine raus. Und wenn er rauskommt, zeig das mal gerade, dann ist er relativ trocken. Das heißt, er ist so ein bisschen nebelfeucht, oder? Ja, der hat jetzt noch eine Restfeuchte, die der Teppich auch braucht, um ordentlich zu trocknen und um glatt zu werden, um dass die Faser sich wieder stabilisiert. Wir reden jetzt hier nur noch von der Restfeuchte. Oh, es sind direkt zwei Stück drin, aber wir packen jetzt gleich mal nochmal einen neuen Teppich rein, dass wir das mal sehen, der noch nass ist, dass man auch mal sieht, wie viel Wasser in so einem Teppich drin ist. Also je nach Teppichgröße, wenn es ein großer Teppich ist, da können da wirklich schon mal 100 Liter Wasser drin sein. Mehrere 100 Liter Wasser, ja. Echt? Ja. Jetzt holen wir die, wir müssen hier natürlich Gewicht verlagern, deswegen haut der Kollege jetzt eine ganz lange Stange. Und zwei Leute dann, oder? Genau, und die Teppiche werden dann auch bis ganz hinten hin teilweise geschoben, sodass das Gewicht, weil man muss sich vorstellen, die komplette Trommel dreht sich und dann ist eine Zentrifugalkraft drauf, die Menschen unglaubwürdig ist.
Ist ja Wahnsinn, was da an Schmutz rauskommt, oder? Ja, das ist, als der Teppich eben eingeschäumt wurde, wurde er auf einmal ganz hell und weiß und man hat die Farben wieder gesehen. Und wenn man jetzt am Rand schaut, sieht man, was da an Schmutz rauskommt. Das ist also, ja, sowas muss man eigentlich sehen, das kann man gar nicht beschreiben. Und deswegen sagen manche... Da läuft die Brühe richtig raus. Da läuft die Brühe raus und manche Kunden können gar nicht verstehen, wenn wir sagen, bei einem Teppich kommt ein Kilo Staub raus. Aber jetzt sieht man allein, was hier aus dieser kleinen einzelnen Brücke, was sich da an Schmutz löst. Und diese Fasern, die sich jetzt lösen, die man da auf dem Boden sieht, das sind diese beschädigten Fasern. Hätte man den Teppich früher zur Wäsche gegeben, hätte man da diese losgelösten Fasern, das hätte man schon vermeiden können. Aber das ist jetzt halt das Resultat und das gehört dazu. Hier bei dem Teppich arbeiten wir dann auch mit Säuren. Das heißt, es wird eigentlich eine Grundsäure, eine leichte Säure wird dem Teppich zugefügt. Das braucht der Teppich, damit der Teppich also auch nicht ausfärbt. Das heißt, jetzt sieht man auf der Rückseite, was sich da gelöst hat. Jetzt wird der Teppich nochmal von der Rückseite gespült und auf der Rückseite ist jetzt fast noch mehr Schmutz als auf der Vorderseite. Teppiche werden bei uns prinzipiell immer von zwei Seiten gewaschen. Das machen auch viele Kollegen, die meinen, eine Seite würde reichen, weil es ist ja nur das, was der Kunde sieht. Wir möchten aber den Teppich wirklich sauber zurückgeben. Und diese Säure, das ist eigentlich ist auch ein Naturprodukt. Damit können wir die Farbe stabilisieren. Sonst wäre das, was jetzt innen drin weiß ist, wäre jetzt schon rot verfärbt. Und das stabilisieren wir eigentlich. Und wenn er jetzt nochmal über den Teppich rückseitig drüber geht, man sieht, was jetzt auch nochmal an Schmutz und an Verfärbungen und alles rauskommt. Was jetzt an Verfärbungen noch drin ist, ist eigentlich ein Überschuss an Farbe, den wir ausspülen. Und das wollen auch viele Teppichhändler haben, die dann sagen, wenn wir die Teppiche aus dem Iran oder so bekommen, bevor die in den Verkauf gehen, könnt ihr nicht erstmal die Restfarbe alles ausspülen. Ach so, damit er nicht auch irgendwo abfärbt, das könnte ja auch sein. Genau, wenn der Kunde natürlich jetzt einen weißen Untergrund hat an Teppich oder einen beigen Teppichboden hat, macht da einen roten Teppich, Orientteppich drauf, dann soll natürlich vermieden werden, dass der Teppich irgendwie abfärbt und das stabilisieren wir hier bei uns. Ich schätze mal, dass der Teppich, wenn er jetzt so 10 Kilo gewogen hat, dann wiegt er anschließend 30, oder? Mindestens, ja. Das sind dann auch unsere Männer. Wir merken es dann, je nachdem wie die Produktion ist, wenn wir viel arbeiten, sagen die Männer auch von sich aus, Mensch Chef, jetzt brauche ich mal eine Pause, es geht einfach nicht mehr. Irgendwann ist die Grenze erreicht. Okay, also Fitnessstudio wollen die nicht? Nein, die nicht. Super. Ja, jetzt werden die aufgerollt, dann geht es in die Trommel. Genau, und beim Aufrollen sieht man jetzt auch gleich nochmal, was an Schmutz, an Restwasser rauskommt. Das ist ganz krass, hier guck mal. Ja, das ist extrem. Und vor allen Dingen, das wird jetzt... Der Nitz. Für die ist das kein Thema. Der war schwer, nee, der Nitz. Nee, der Nitz. Das war ein kleiner. Der ist ein bisschen schwerer, oder? Ja. Ja, und wir haben auch Teppiche, wo wir also wirklich, wenn wir hier bei Berber-Teppichen... Ich zeig das mal hier vorne, dass da der Schmutz rausläuft. Das ist schon interessant. Das geht jetzt, der war schon gut gereinigt. Ja, die Rückseite, also der Schmutz kommt jetzt raus, wenn man jetzt krass. Die Rückseite hier, sieht. Mal, richtig dunkel. Ist, ja, das ist eigentlich... Warte, ich komme mal gerade dahin, ich muss das mal zeigen. Wenn ihr euch nochmal kurz draufstellt, also, genau, seid mal so lieb. Und nochmal so wackelt. Komm, ich möchte mich da auch mal draufstellen. Ja, der Volker, der muss auch mal arbeiten. So. Die gute Schuh. Die gute Schuh. Oh, wie krass hier vorne. Ja. Aber das ist normal, das sehen die Jungs jeden Tag, oder? Das ist, also ich sage mal, es gibt mehrere verschmutzte Teppiche, es gibt aber auch normale Teppiche. Also das möchte ich jetzt schon sagen, ist ein verschmutzter Teppich. Ja, dafür ist er auch da. So, dann ab in die Trommel. Und dann gucken wir uns mal an, wie viel Wasser da jetzt noch rauskommt. Jetzt wart ihr ja mit drei schlanken Männern da drauf. Hier sieht man jetzt auch, wie die Männer sich also wirklich anstrengen müssen. Also der hat sein Gewicht. Wir reden jetzt hier, also ich schätze mal, dass das 100 Kilo sind.
80, 90, 100 Kilo. So, die Jungs machen das aber schon ganz lange, die wissen, wie man sowas anpackt. Ja. Ja. Jetzt wird's spannend. Er fängt an zu rummeln. Sie wackelt. Achso, die misst sich einmal ein. Jetzt hat sie sich eingemessen, die Schleuder, genau. Das ist jetzt der ganze Schmutz, der jetzt rauskommt. Jetzt sieht man es mehr. Das ist nicht nur ein bisschen Wasser, was hier rauskommt. Also die Birko-Rinne, die da drunter ist, die schafft es kaum, das Wasser abzutransportieren. Und wir sehen jetzt nur, was in diese Birko-Rinne reingepresst wird und was drüber läuft. Die Birko-Rinne hat also eine Tiefe von so 25 bis 30 Zentimeter und die ist dann komplett voll. Das Wasser, was wir jetzt sehen, ist nur, was drüber läuft. Ja, cooles Gerät. Jetzt wird abgesprüht, das heißt, die machen das mehrmals eigentlich mit der Scheibenmaschine oder wird das einmal gereinigt? Das wird mit der Scheibenmaschine wird's einmal gereinigt, aber was der Mitarbeiter jetzt gerade macht, ist, die Scheibenmaschine ging jetzt über den Teppich drüber. Der Flor hat sich gestellt, der Schaum, der jetzt oben drauf war, hat den Schmutz nach oben gebracht. Und jetzt gehen wir hin mit diesem starken Wasserschlauch. Man sieht auch, wie der Kollege den Schlauch hält. Er muss ihn also mit zwei Händen halten. Das ist nicht einfach so. Es ist ein enormer Druck auf diesen Schlauch. Und dieser Druck ist jetzt wichtig, um den kompletten Schmutz, der auch in der tiefsten Faser unten drin ist, rauszuholen. Dieser Schmutz, das ist der größte Schädling eigentlich des Teppichs. Das sind ganz weiche, ganz kleine Körner, die reiben unten an der Faser. Und bei jedem Fußtritt, wo man über den Teppich geht, dieser Fußtritt, der reibt an diesem Sand. Der Sand reibt an der Wollfaser. Die Wollfaser bricht ab und das beschädigt den Teppich. Ja. Prima, ja, dann bauen wir noch die Trommel mit ein und ja, wenn man seine Teppiche abgeben möchte, warte mal, wir gehen mal kurz hier rein, komm mal mit, bisschen leiser. Was mich gewundert hat, das hast du mir erzählt, es gibt unterschiedliche Preise da draußen. Du verlangst wie viel Euro pro Quadratmeter im Moment? Wir verlangen 16,50 Euro pro Quadratmeter. Wir haben natürlich auch Kollegen, die bei uns reinigen lassen und es sind sehr viele Teppich Menschen in Verruf gekommen, von denen wir uns auch ganz klar distanzieren, die dann das 50-fache oder das 100-fache verlangen. Das gibt es, ja, steht auch viel in der Presse. Das sind bestimmte Personengruppen, die also nichts anderes machen, wie ältere Leute, denen zu erklären, dass es wichtig ist, die Teppiche zu reinigen. Die haben ein ganz anderes Bedürfnis. Entweder möchten sie nur in die Wohnungen kommen. Also davon distanzieren wir uns auch. Und unser Gewerbe ist halt jetzt so, wir haben einen fairen Preis. Wir verlangen keine 100 Euro, keine 40, keine 50 Euro. Wir verlangen einen festen Preis, der bei uns auf der Internetseite auch steht. Der Kunde kann sich erkundigen. Du bist am Meisterbetrieb dazu. Das heißt nicht irgendjemand, sondern du kennst dich bestens aus. Man kennt dich, also jetzt mal ernsthaft, die Mühlenreinigung kennen ja viele Saarländer. Genau. Das ist die gleiche auch, die jetzt, ich sag's mal, im Globus in Güdingen ist oder in St. Wendel. Genau, also wir sind in vielen Globusmärkten und das gibt auch dem Kunden Vertrauen, dass er sagt, okay, wenn ich meinen Teppich abgebe, viele Teppiche haben einen hohen Wert. Das fängt also bei manchen Teppichen schon bei 1.000 Euro an, was sehr viel Geld ist für einen Teppich, und geht hin dann bis zu 100 bis 200.000 Euro kann ein Teppich schon wert sein. Und bei diesen Summen sind auch schon die Leute manchmal, wie gesagt, selber dabei, weil sie sehen wollen, was passiert mit ihrem Teppich. Das sind dann auch Versicherungsfragen. Das geht auch, wenn es ein wertvolles Stück ist, kann man machen, oder? Das kann man machen, wir haben damit keine Probleme, also wir arbeiten alles ab. Transparent. Transparent, genau. Ja, vielen Dank, Volker. Das heißt, ihr holt ab. Gibt es da eine Telefonnummer, wo man anrufen kann? Oder kann man bei jeder Filiale anrufen, dass die Abholung verlangen? Unsere Teppichreinigung hat die 06898 22348. Wir sind von 8 bis 20 Uhr, Montag bis Samstag erreichbar. Auch samstags bis 20 Uhr? Auch samstags bis 20 Uhr. Und der Kunde kann also dann direkt einen Liefertermin vereinbaren. Unser Fahrer ist sehr kompetent, der ist schon seit 30 Jahren dabei.
die wissen, wovon sie reden, können direkt einen Termin vereinbaren. Und auch wenn sie beim Kunden stehen und der Kunde hat eine Frage, die kann der Fahrer mit 100%iger Sicherheit beantworten. Okay, das heißt, er kommt vorbei, holt es ab. Das Abholen kostet auch Geld? Das Abholen und Hinbringen kostet 28 Euro als Pauschalpreis. Egal wie schwer? Egal wie schwer, egal wie viel. Auch wenn wir mit zwei Mann kommen, oft sind Teppiche auch manchmal so schwer. Oft stehen auch Tische auf den Teppichen, wo der Kunde sagt, ach Gott, ich würde gerne meinen Teppich reinigen lassen, aber der Wohnzimmertisch steht drauf, den kriege ich alleine gar nicht runter. Ihr kriegt das irgendwie hin? Wir kriegen das hin und auch wenn wir dann mit mehreren Leuten kommen, ist das kein Problem. Wenn nicht gerade der ganz große Tresor draufsteht, ja, das ist so der. Aber das kriegt ihr vielleicht auch noch hin. So. Der wird ausgeschnitten. Super. Ja, vielen Dank, Volker. Gerne. Toller Einblick. Wir stehen in Völklingen. Teppich reinigen im Jahr 2020. Und ja, wenn Sie Lust haben, nochmal die Telefonnummer. 06898 22348 oder die Internetseite teppichreinigung-müden.de. Ja, danke. Tschüss. Tschüss.